Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier in der Türkei im Robinson Club Pamphylia und heute geht es um das Thema, wie bekommt man eigentlich hier diese V-Form beim Sixpack. Jeder möchte das irgendwie haben, gerade so im Sommer und am Strand und so weiter. Und deswegen erkläre ich euch jetzt so die Basics dazu, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Sowohl trainingswissenschaftlich als auch einfach vom Workout her, okay? Let's go. Okay, es gibt mehrere Faktoren, was ihr wissen müsst, um diese V-Form zu bekommen. Fakt Nummer 1 ist erstmal die Standardregel wie bei jedem Sixpack: Euer Körperfettanteil ist entscheidend. Punkt Nummer 2, auch wie bei jedem Sixpack: Eure Genetik ist ein Stück weit entscheidend. Denn das, was ihr hier unten seht, ist zum Beispiel gar nicht ein Bauchmuskel, sondern das ist das Leistenband, und das Leistenband ist halt ja, genetisch halt vorgegeben, wie stark das ausgeprägt ist. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich auch euren Bauch trainieren. Und dazu müsst ihr nicht die obere Bauchmuskulatur hier oben trainieren, sondern eher die untere seitliche Bauchmuskulatur. Die untere Bauchmuskulatur spielt auch eine Rolle, damit natürlich das Ganze hier vorne so ein bisschen erhöht ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt gerade, aber damit das hier, der Abstand einfach ein bisschen größer ist zu hier zum Bein, wo jetzt bei mir nur Haut ist, dazu müsst ihr einfach die Bauchmuskulatur trainieren. Und dazu zeige ich euch jetzt drei Übungen, wie ihr das ganz einfach trainieren könnt. Übung Nummer 1 ist ganz einfach. Ihr stützt einfach nur die Hände hinten ab und pusht die Beine raus und rein. Dabei müsst ihr besonders darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt, Brust raus. Und dass ihr gute Spannung im unteren Rücken haltet, dass ihr nicht nach vorne kippt ins Hohlkreuz, sondern dass ihr da Spannung haltet. Diese Übung ist für die untere Bauchmuskulatur sehr, sehr gut und dient dann dazu, dass das Ganze so ein bisschen mehr gepusht wird. Nummer 2 sind ganz einfach Side Planks. Ihr haltet die Plank auf der Seite, dabei immer darauf achten, dass die Schultern über dem Ellbogen bleiben und ihr senkt das Becken ab und hebt es wieder an, sodass ihr hier ordentlich Pump spürt. Ihr werdet das merken, wenn ihr schon einen geringeren Körperfettanteil habt, dann werdet ihr ganz schnell merken, dass hier die Seiten ein bisschen praller werden und die gehören halt zur unteren Bauchmuskulatur. Übung Nummer 3. Übung Nummer 3 ist im Endeffekt einfach eine ganz normale Übung für die allgemeine seitliche Bauchmuskulatur. Da geht es weder um jetzt besonders die untere Bauchmuskulatur noch die obere, sondern ihr habt beides. Dazu legt ihr einfach einmal das linke oder rechte Bein. Wir fangen mal mit dem linken an. Ihr legt das linke Bein auf das rechte Knie. Der linke Arm stützt den Kopf, ungefähr immer eine Faustbreit Platz lassen zwischen Kinn und Brust dabei, und ihr zieht den anderen Arm diagonal zur Seite. Dabei achtet ihr besonders darauf, dass ihr nicht nach vorne euch reißt, sondern dass ihr wirklich konzentriert aus der Bauchmuskulatur arbeitet durch die Rotation. Denn die untere, die seitliche Bauchmuskulatur könnt ihr nur erwischen, wenn ihr Rotation habt hier. Dafür ist die seitliche Bauchmuskulatur da und natürlich hier beugen. Alle drei Varianten deckt ihr mit diesen einfachen Übungen ab. Natürlich könnt ihr auch andere Übungen nehmen an Geräten, zum Beispiel im Fitnessstudio, aber für alle, die zu Hause trainieren möchten, reichen diese Übungen, die ich euch jetzt gezeigt habe, vollkommen aus. Also, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt gerne unten in die Kommentare, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.